Seit dem 1. März 2021 hat jede Waschmaschine ein neues Energielabel. Darauf findest du neben den Energieeffizienzklassen zum Beispiel auch die Programmdauer und die Schallleistung. In diesem Video erkläre ich dir, was du auf dem Energielabel findest und was es bedeutet. Oben rechts gibt es einen QR-Code. Wenn du den mit einem Handy scannst, kommst du in die Datenbank der EU. Dort findest du dann Testresultate und Eigenschaften zum Produkt. Praktisch, wenn du zum Beispiel in einem Laden stehst und mehr über ein Produkt wissen möchtest. Bei den alten Energielabeln gab es noch Plus-Klassen wie A, Zweifach und Dreifach Plus. Die EU hat sich aber dazu entschieden, die Kriterien strenger zu machen und die Klassen neu zu definieren. Jetzt reichen die Klassen von A bis G. Das bedeutet aber nicht, dass neue Waschmaschinen weniger energiesparend sind, sondern dass sie strengere Anforderungen erfüllen müssen, um ein A-Label zu bekommen. Unter den Klassen findest du den Energieverbrauch in Kilowattstunden, bei dem die EU von 100 Waschgängen bei einem Ökoprogramm von 40 oder 60 Grad ausgeht. Hier findest du die Füllmenge. Die gibt an, wie viel Kilo Wäsche in die Trommel passt. Bei einem Haushalt von 1 bis 2 Personen empfehlen wir eine Füllmenge von 7 Kilo, bei 3 bis 4 Personen eine Füllmenge von 8 Kilo und bei 5 Personen oder mehr eine Füllmenge von 9 oder 10 Kilo. Das ist die Programmdauer. Die gibt an, wie lange eine volle Trommel bei einem Ökoprogramm von 40 oder 60 Grad braucht, um die Wäsche komplett sauber zu machen. Übrigens hat mittlerweile jede Waschmaschine dieses Ökoprogramm. Neben dem Energieverbrauch findest du hier auch den Wasserverbrauch. Der gibt in Litern an, wie viel eine Waschmaschine pro Waschgang verbraucht. Deine Waschmaschine schleudert deine Wäsche, damit du sie nicht komplett nass aus der Trommel holen musst. Hier auf dem Energielabel findest du das Schleuderresultat. Bei Klasse A wird deine Wäsche am trockensten. Abschließend findest du rechts unten die Schallleistung. Die gibt in Dezibel an, wie laut deine Waschmaschine während des Schleuderns ist. Je weniger Dezibel, desto leiser ist die Maschine. Wenn deine Waschmaschine neben deinem Schlafzimmer oder deinem Arbeitszimmer steht, dann solltest du eine leise oder extra leise Maschine wählen.